Und damit begrüße ich euch herzlich zu ARMS Global Test Punch. Ja, ARMS ist ja ein Spiel gewesen, für das ich mich gar nicht so interessiert habe, was mich gar nicht so überzeugt hat. Aber ich habe mir gedacht, jetzt gibt es ein Global Test Punch und von daher gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Und ich würde sagen, wir starten mit den Grundlagen. Okay, hier sehen wir die Charaktere, die es zur Auswahl gibt. Wir haben Springman, Ribbon Girl, Ninjara, Master Mummy, Min Min, die kennt man auch schon, Mechaniker und Helix. Okay, ich würde fast sagen, wir nehmen den Master Mummy, den finde ich ganz cool. Okay, drücke L und R, machen wir. Willkommen bei ARMS. Beginnen wir mit den Grundlagen. Drücke L und R. Ja. Cool. Bewegen mit dem linken Stick. Ja, war zu erwarten. Sprinten mit Y. Ah, okay. Springen mit X. Macht schon mal einen guten Eindruck. A oder B zu schlagen. Okay. Neige L, um deine Schläge zu lenken. Ah, aha. Warte. Irgendwie, das funktioniert gerade. Ach doch, so. Ah, verstehe, okay. Da können wir unseren Arm lenken. A und B, um den Gegner zu greifen. Oh, der hat gesessen, würde ich mal sagen. Okay, so weit, so gut. Drücke L, um in Deckung zu gehen. Ah, mhm. Okay, da können wir so die Fäuste hochnehmen. Um zu blocken. Gut. Drücke L oder R, um einen Spezialangriff zu starten. Aha. Drücke A und B für schnelle... Was stand da? Drücke A und B für... A. Für schnelle Schläge in Folge. Okay. Bereit? Dann lass uns einen richtigen Kampf versuchen. Drücke L und R. Cool. Okay. Dann... starten wir in den Kampf gegen Min Min. Also ich denke, ich habe die Grundlagen verstanden. Ach, der kann nicht meine ARMS wählen. Genau. Nämlich müssen wir jetzt unsere Waffen gewissermaßen wählen. Megatonne, Feuermatik, Feuersegler. Dann nehme ich mal den Feuersegler und das Megatonne. Ja, das ist ganz cool, denke ich. Denn man kann, wie ihr gesehen habt, auch verschiedene kombinieren. Ja, noch ein bisschen unbeholfen alles, wie man, denke ich, schon sieht. Ja. Jetzt will ich sie mal greifen. Irgendwie geht es gerade nicht. L und R? Nee. Okay. Aber es macht einen guten Eindruck. Es macht Spaß, auf jeden Fall. Nun stelle ich mich nicht allzu gut an, und jetzt verprügelt es mich. Ja. Der hat gesessen. Sehr schön. Da haben wir unseren ersten Kampf schon überstanden. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin begeistert bisher. Ich würde sagen, wir lassen es bei der Kombi. Hier Feuersegler und Megatonne. So, jetzt kommst du her. Olle Nudeltussi, denn sie hat ja Nudeln als Arme und ich habe jetzt, ja, so Mullbinden als Arme. So, jetzt haben wir sie in der Ecke hier. Und nochmal Bams. Sie müsste fast K.O. sein, oder diese Leiste, was heißt sie? Ich glaube, sie ist fast K.O. Ja. Genau, da unten rechts sehen wir meine Lebensleiste. Und jetzt sehen wir noch eine Wiederholung vom finalen Schlag. So, und den ersten Trainingskampf haben wir gewonnen. Sehr schön. Hat, wie gesagt, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir verschiedene Modi. Wobei, ja, wir haben nur
Standardkampf, der Rest ist noch ausgegraut. Den wird es dann wohl in der Vollversion erst geben. Gut, dann gehen wir in den Standardkampf mit Master Mami wieder. Sehr gut, der Kampf startet und ich kämpfe gegen Raining Gem oder so ähnlich. Ja, jetzt geht's in den Kampf gegen echte Menschen. Ich lasse mal die Kombi wieder. So, los geht's. Mein erster richtiger Armskampf gegen einen echten Gegner. Ich freue mich. Bisher bin ich wirklich begeistert von dem Spiel. Es macht ultra viel Spaß. Auch da seine Arme so zu kombinieren, ist wirklich sehr cool. Gott, was kommt da angesegelt? Ich prügel einfach mal auf ihn drauf. Sehr gut. Jetzt habe ich nochmal auf den Boden geschmettert. Na, ich habe ihn schon fast. Da ist er. Cool, K.O. Die erste Runde hätten wir geschafft. Bams. Cool. Ja, der erste Kampf lief doch schon mal ganz gut. Und ja, jetzt seht ihr den Verbindungsbildschirm, sage ich mal. Und da hat man auch die Möglichkeit, Plus zu drücken, um sich dann ein bisschen die Zeit zu vertreiben, indem man ein paar Trainingskämpfe bestreitet gegen solche Dummies einfach. Das ist auch ganz cool. So, das würde ich mir vielleicht auch für Splatoon wünschen. Weil so kann man noch ein bisschen trainieren, während ein Mitspieler gesucht wird. Finde ich ganz gut, muss ich sagen. Ja, dann sehen wir uns gleich im nächsten Kampf wieder. So, dann spielen wir jetzt gegen Eli und die, oder der, spielt Mechanica. Okay, ein neuer Charakter, gegen den wir kämpfen. Mal sehen, was der so drauf hat. Ich kann meine Arme so ein bisschen bewegen. Ganz lustig aus. Ah, okay, jetzt sind wir auf dieser Volleyball-Arena und den Ball muss man zurückschlagen, weil sonst explodiert er, habe ich eben schon gelesen. Ja. Das ist ja auch cool. Also geht es hier praktisch nur darum, den Ball zu schlagen. Sehr cool. 1 zu 2 für mich. Nee, für sie. Oder? Ach so, nee, das sind meine Punkte. Nicht die Treffer, sondern die Punkte sind es. Okay, dann steht es gerade 1 zu 3 für mich. Oh Gott. Oh Gott, das war knapp. Nein, 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 nein. Ja. Oh Gott, das war knapp. Yay. Oh, oh. Knapp, 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 knapp. Yay. Habe ich gewonnen? Ja, ne, oder? Weiß nicht. Eigentlich, ja, ja, ich habe gewonnen. Okay, alles gut. Sehr schön, auch das hat viel Spaß gemacht. Da ging es eben nicht ums Kämpfen an sich, sondern darum, den Ball zum Gegner zu prügeln, damit der da dann explodieren kann. War wirklich sehr, sehr cool. So, da wären wir wieder. Diesmal in einem Viererkampf, beziehungsweise in einem 2 gegen 2 Match. Und ich nehme die Megatonne und mal zur Abwechslung dieses Feuermatik-Ding. Okay, bereit. Also ich bin, hab einen Teamkameraden. Und die legen schon mal gut los. Ich schlage zurück. Oh, oh. Ah, und da kann ich ein bisschen schießen mit meiner rechten Hand jetzt. Ich spiele das Ganze übrigens mit dem Switch Pro Controller und ich darf mich auch von meinem Mitstreiter nicht zu weit entfernen. Ja, wir sind so durch so eine Leine miteinander verbunden. Und, was wollte ich sagen? Genau, man kann das Spiel mit den Joy-Cons spielen.
und dann halt richtig so schlagen mit Bewegungssteuerung. Ich spiele das Ganze allerdings gerade mit dem Switch Pro Controller, weil es bei mir schlecht möglich ist. Aber gut, auch so macht es viel Spaß, muss ich sagen. Es ist cool. K.O. Oh je. Soweit ich das gesehen habe, bin ich jetzt K.O. gegangen. Ja, sieht so aus. Also die haben schon was drauf, muss ich sagen. Aber meine Mitstreiterin schlägt sich aber sehr gut, muss ich sagen. Na, aber jetzt auch sie, oder? Ja. Nee. War das jetzt eine Gegnerin oder meine... Team, das war meine Teamkamera, genau, habe ich doch richtig gesehen. Ja, unser Team hat jetzt gewissermaßen gewonnen, auch wenn ich nicht so viel dazu beigetragen habe eben. Okay, cool, weiter geht's. Und ich bekomme die ganze Zeit auch solche komischen Währungen irgendwie. So A-Coins. So, es geht weiter. Gegen Springman, gesteuert von Prosporus. Dann nehmen wir Megatonne und Feuersegler wieder. Das war eigentlich eine sehr gute Kombi, mit der ich gut zurechtgekommen bin. Gegen Prosporus. Ich habe schon gut eingesteckt. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Jetzt müsste ich ihn mal greifen. Ja, perfekt. Der ist auch schneller als ich, glaube ich, der Springman. Klar, ich bin so ein riesiger Klopper und der ist so ein beweglicher Typ. Ich bin fast K.O., aber er hat... Ja. Da... Hat er mich jetzt abgezogen? Okay. Das Battle haben wir jetzt verloren. Kann ich eigentlich auch den Charakter wechseln oder muss ich da... Ach ja, mit Y. Okay, gut. Dann, wen nehme ich denn mal? Dann nehme ich doch mal... Helix. Der sieht ganz cool aus. Okay, ich wärme mich jetzt einfach mal auf, nehme Blobber und Phalanx. Okay, das sieht ja verrückt aus. Na, jetzt ging der Kampf dann schon los. Jetzt habe ich keine Zeit gehabt zu trainieren. Ich habe keine Ahnung, wie sich das Ding jetzt steuert. Was macht der für komische Geräusche? Okay, also ich nehme, wie gesagt, Blobber und Phalanx. Ach, das ist wieder dieses Volleyball-Ding, oder? Ja, sieht so aus. Ja, ist es. Oh je, das schlägt so langsam. Irgendwie, also der steuert sich auf jeden Fall anders, was halt nichts unbedingt Schlechtes ist. Aber der ist irgendwie so langsam. Ich weiß gar nicht, was los ist. Nein, 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 nein. Das war knapp. Nein, ich muss jetzt auf seine... Verdammt. Warte. Das war sehr knapp. Okay, jetzt habe ich endlich mal einen Punkt erzielt. Was ist jetzt los? Okay. Zeit abgelaufen. 2-2 steht's. Ja, unentschieden. Okay. Puh, also ich muss sagen, dieser Helix steuert sich auf jeden Fall anders als Master Mami, weil der war irgendwie, ja, weiß nicht, er war irgendwie langsam vom Schlagen her. Einfach anders. Gut, ich würde sagen, ich nehme aber mal einen anderen, weil mit dem bin ich nicht wirklich zurechtgekommen. Nehmen wir doch mal Min Min mit ihren Nudelarmen.
So, und es ist wieder ein 2 gegen 2 Kampf. Laserlindwurm und Feuerarm nehme ich mal passend. Hier zwei Feuerarme. Ja, auch die kämpfen ganz gut bisher. Prügel einfach mal drauf. Oh oh. Das war nicht gut. Oh oh, oh oh. Ich muss weg, ich muss weg. Es wird sehr brenzlig gerade für mich. Sehr schön. Jetzt habe ich meine Spezial-Power aktiviert. Aber ich bin K.O. gegangen. Oh je. Aber meine Team. Nee, oder? Nee, ich habe verloren. Okay, und meine Teamkameradin. Ich dachte, wir hätten gewonnen, aber nein, das gegnerische Team hat jetzt gewonnen. Aber ich würde sagen, ich belasse es mal bei Min Min. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen mit ihr. So, okay, was ist nun? 2 gegen 1? Oder. Nee. Ich glaube einfach alle gegen alle. Aber drei Spieler sind es gut. Dann nehme ich wieder den Laserlindwurm und den Feuerarm. Okay, jetzt gibt es wohl einen Dreierkampf. Ja, alle gegen alle. Dann kümmere ich mich erstmal um den Typen, der bei mir stand. Was denn? Wie kann ich das benutzen? Ich nehme an, indem ich dagegen schlage, aber das hat jetzt die andere schon gemacht. Wir gehen irgendwie alle auf Packs oder Pack. Auf diesen Pay-Stern. Verdammt. Ach, die Tussi nervt mich. Das hat gegen mich. Und ich bin tot. Sehr gut. Ja. Die hat wirklich was drauf. Ach, hä? Hab ich jetzt gewonnen? Nee. Das ist so schwierig, weil die auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, jetzt hat nicht ich gewonnen. Okay, gut. Alles noch ein bisschen unbeholfen, aber ich muss sagen, ich spiele es jetzt gerade zum ersten Mal. Es gab ja schon letzte Nacht, da war der erste Zeitrahmen, aber da war ich nicht online und von daher ist es jetzt mein erstes Mal und von daher seid mir nicht böse, wenn ich noch ein bisschen unbeholfen bin. Ich nehme jetzt einfach mal Laserlindwurm und Megawatt. Ich finde, gerade am Anfang habe ich mich schon relativ gut geschlagen, jetzt irgendwie nicht mehr, aber am Anfang war es gut und jetzt versage ich komplett. Aber meine linke Hand, dieser Laserlindwurm, hat... wie der Name schon vermuten lässt, die Fähigkeit Laser zu speien. Okay, ich habe ihn besiegt. Der war jetzt kein allzu schwieriger Gegner. Hat gepasst. Sehr schön. Ich habe gesiegt. Aber diese Kombination eben war eigentlich ganz gut mit diesem Megawatt und diesem Laserlindwurm. Die würde ich eigentlich beibehalten. So, ich kann mich noch ein bisschen aufwärmen.
Genau, wenn ich den so einsetze. Genau. Dann kann der Laser spucken. Es ist wirklich cool. Dieser Arm gefällt mir wirklich sehr. Kann ich den Strahl an sich auch nochmal bewegen? Nee. Das geht nicht. Da muss ich schon den Kopf an sich richtig ausrichten von Anfang an. Oder? Kann ich es doch bewegen? Doch, ich kann ihn doch bewegen. Okay, alles klar. Das ist ja echt cool. Das gefällt mir. Das ist geil. Aber ihr seht, diese Trainingsmöglichkeit während der Spielersuche ist wirklich richtig gut. So kann man sich mit seinen Arms nochmal beschäftigen und eben noch ein bisschen trainieren. Sehr cool. Und es geht auch direkt weiter. Genau, in Deckung gehen wissen wir schon. Und es wird ein 1 gegen 1 Kampf. Ja, dabei belassen wir es. Oh, der Laser-Lindwurm ist so cool. Ich liebe ihn. Oh, das ist so geil. Oh. Mein bester Freund, der Laser-Lindwurm. So, die mache ich fertig. Nur ist sie sehr schnell, muss man sagen. Die ist sauschnell. Oh, oh. Verdammt. Hat die Bombe sie getroffen? Ich glaube nicht. Ich prügel gerade auf meinen Controller ein. Das ist Wahnsinn. Das ist fast schon Button-Smasher-mäßig hier. So, los. Man muss schon mit Köpfchen kämpfen. Der hat gesessen. Aber jetzt warte ich mit meinem Spezial-Move auf, weil sie hat es leider unterbunden. Dummerweise. Oh, 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 oh. Das ist gefährlich. Das wird gefährlich. Ich treffe sie gar nicht mehr. Oh nein, oh nein. Oh, 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 oh. Ha, das ist wieder so ein Bombending. Das muss ich erwischen. Verdammt. Nein! Schade. Knappes Ding. Aber sie hat mich leider dem Erdboden gleich gemacht. Also die ist echt nicht schlecht gewesen. Aber ich muss sagen, auch ich war wirklich okay. Das war intensiv. Wie kann man eigentlich... Kann man das beeinflussen? Wenn ja, dann weiß ich noch nicht wie, dass man da irgendwie in diese Felder kommt. Irgendwie, diesen Auswahlbildschirm habe ich noch nicht ganz verstanden. Jetzt ist aber wieder ein 2 gegen 2 Match. Oh, die Arena ist auch schön. So ein japanischer Tempel irgendwie so. Wow, ist ganz schön viel los im Moment. Im Moment sieht es besser für die aus. Oh oh. Verdammt. Der hat meinen Move abgebrochen. Oh je, ich bin fast tot. Ja, ich bin tot. Das war's. Aber auch, ja, meine Kameradin ist eigentlich tot. Ja. Die waren jetzt stärker. Aber dieses komische Robotervieh will ich auch mal steuern. Das sieht auch ganz cool aus. Dann machen wir mal Charakter ändern. Und dann nehme ich Mechaniker. So, wie macht man das jetzt?
Ich glaube, das kann man nicht beeinflussen. Und wenn, habe ich es, wie gesagt, noch nicht rausgefunden. Ich kann hier irgendwie so Sachen machen. Aber mit den Sticks geht's nicht. Mit dem Steuerkreuz auch nicht. Da kann ich... Nein, nicht verlassen. Nein, 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 stopp. Okay, das sah jetzt so aus, als wäre das jetzt wieder ein 1 gegen 1 Kampf. Ja, genau. So, jetzt muss ich mal gucken, welche Arms wir nehmen. Elektromatik und Sucher. Das klingt doch ganz cool. So, Attacke. Wow. Na, die haut aber gut rein. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Das ist der richtige Arm gewesen. Mit diesen komischen Teilen, der linke. Das ist richtig gemein. Das ist richtig geil. Die hauen richtig gut rein. Mein Gegner weiß gar nicht so wirklich, wie ihm geschieht. K.O. Aber dieser linke Arm, der ist wirklich extrem geil. Ist, glaube ich, bisher so mein Favorit. Also den eben... Den fand ich cool und den Laserlindwurm. Wobei der im hitzigen Gefecht vielleicht noch ein bisschen besser geeignet ist, weil beim Laserlindwurm, der ist vielleicht für einen 1 gegen 1 Kampf gut, weil er muss halt wirklich dich ein bisschen, brauchst du eine Sekunde, um dich auszurichten. Aber bei diesem anderen Arm eben brauchst du nicht so viel Zeit. Da kannst du eher einfach im hitzigen Gefecht draufprügeln. So, das sieht doch schwer nach einem 2 gegen 2 Match aus. Kannst auch sprinten, während du springst. Okay, gut zu wissen. Okay. Mit mir im Team ist noch eine Mechaniker. Diese Elektromatik, das ist so geil. Soll ich zwei nehmen? Nee. Das war schon ganz gut. Dann nehme ich noch Jumbo Hammer dazu. Oder soll ich mal zwei von diesen Elektromatik nehmen? Das wäre ziemliche Abfacke. Jetzt habe ich praktisch so einen Hammer. Der gefällt mir aber auf den ersten Blick nicht so gut. Achso, nee, diese andere Mechaniker ist nicht in meinem Team. Okay. Habe ich mich verguckt. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Ich brauche jetzt meine Special Power. Ja, den habe ich jetzt gut eine reingewirkt. Aber die macht auch ihre Special Power und hat mich K.O. gekriegt. Sie schlägt sich wirklich wacker, muss ich sagen. Aber, ja, die könnte gewinnen. Wenn sie sich gut anstellt. Oh, oh, die hat ihre Superpower aktiviert. Das wird böse für sie. Für KMZ. Ja, könnte es noch machen. Ich will zuerst auf diese Mechaniker gehen. Zeit abgelaufen. Okay. Also, haben theoretisch die gewonnen, ne? Weil von denen stehen beide noch. Oder wie ist es jetzt gemanagt? Ja, die haben gewonnen. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Ist uns die Zeit zum Verhängnis geworden. So, ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit für einen anderen Kämpfer. Ich würde sagen, ich nehme mal dieses Ribbon Girl. Ich finde, die sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Cheerleader oder sowas. Wir werden sehen. So, der Kampf beginnt. Ribbon Girl gegen Mechaniker. Und es ist wieder so ein Volleyball-Match. Oh, was habe ich denn hier? Donnerschlag und Knalle und Pyromander. Nehmen wir doch mal den Pyromander. Hört sich schon mal ganz gut an. Weil bei diesem Volleyball... Dingens.
macht es auch nicht so einen großen Unterschied, welchen Arm man nimmt, glaube ich. Denke ich mal. Vielleicht ist es auch anders, weiß nicht. Und bisher stelle ich mich ganz gut an. 2 zu 0 für mich. Oh, 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 oh. Das war sehr knapp. Perfekt. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. 3-1. Verdammt. 3-2. Es wird nochmal spannend. Es wird spannend. 3-3. Sie holt auf. Ja, 3-4. Noch 10 Sekunden. Nein, nein. Wehe. Hallo hier. Nee, also so geht's ja nicht. Nein. Oh. Gut. Verdammt. Oh, das war ärgerlich. Die Zeit ist abgelaufen. Es steht unentschieden. Ja, unentschieden. Zuerst war sie eher nicht so stark, aber dann zum Ende hin hat sie dann nochmal richtig auf die Kacke gehauen. So, okay. Das sieht nach einem Vierer alle gegen alle aus. Oh je, das wird jetzt turbulent. Ich war eigentlich relativ gut bedient mit meinen Arms, deswegen nehme ich die weiterhin. Wie kann man nochmal die Deckung hochnehmen? Oh je, weiß ich gerade gar nicht mehr. War das nicht mit... Nee, das war Spezialpower. Naja, ich werde es merken. Das war Ausweichen. Das ist ja Schlagen. Hm. Ha. Das habe ich verhindert. Oh je, der hat die Special Power aktiviert. Die aber auch. Oh je. Aus dem Weg, aus dem Weg. Lass mich durch. Ich muss mal ein bisschen aus der Gefahrenzone und muss sie einfach mal ein bisschen kämpfen lassen. Diese Dinge sind echt nicht zu verachten. Okay. Jetzt sind nur noch wir beide übrig, glaube ich. Ja, aber der ist nicht zu verachten. Ja, 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 ja. Wow. Wie schnell ist der bitte? Hallo? Und gleich wieder drauf, gleich wieder drauf. Der ist sauschnell. Aber ich habe ihn besiegt. Okay. Cool. Wow, ich habe ein Vierer-Match gewonnen. Geil. Sehr schön. Also die, mit der komme ich echt gut zurecht. Nice. Mal sehen, in welches Feld ich gerate. Okay, es geht weiter wieder mit einem 2 gegen 2 Match. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt Donnerschlag und Knaller. Den habe ich eben beim Aufwärmen schon ausprobiert. Und der ist wirklich ziemlich cool. Damit kann man eben noch so konfettiartige Teile abfeuern. Wobei beim Volleyball-Match ist das, wie gesagt, vermutlich nicht so wichtig. So, hatten wir überhaupt schon mal einen 2 gegen 2 Volleyball-Kampf? Ich glaube nicht, oder? Wenn, dann einen. Oh, oh. Verdammt, 1-1. Scheiße. 1-2. Das werde ich zu verhindern wissen. Das war sehr knapp, aber wir haben es noch gedeichselt. Verdammt, 1-3. Oh, noch 8 Sekunden, das schaffen wir nicht mehr.
1-4. Am Anfang sah es ganz gut aus, aber dann zum Ende hin haben die nochmal richtig ausgepackt. Schade. Hätte gut werden können, aber... Naja, weiter geht's. Und wieder ein 2 gegen 2. Diesmal bin ich im Team mit Ninjara. Ja, lassen wir so. Und sie nimmt mich direkt hoch. Verdammt. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich im 1 gegen 1 Match einfach besser als im Zweier. Bin einfach besser, wenn ich allein kämpfe. Irgendwie habe ich das Gefühl. Verdammt, ich habe schon die Hälfte von meinem Leben verloren. Mehr als die Hälfte. Aber mein Partner hat seine Spezialpower aktiviert. Mache ich jetzt auch mal. Wow. Den habe ich aber ganz schön eine reingehaut. Reingehauen. Nicht reingehaut, irgendwie. Sprechen und kämpfen ist schwierig. Oh je. Verdammt. Verbündeter am Boden und ich bin auch K.O. gegangen. Und erneut waren unsere Rivalen stärker. Ich würde aber sagen, wir ändern wieder den Kämpfer. Und zwar nehme ich jetzt auch mal Ninjara. Der ja scheinbar wirklich ziemlich schnell ist. Halt X gedrückt um einen Schlag, was auch immer. Okay, gegen Mechaniker. Was haben wir denn da? Chakram und Rausschmeißer und Triplosion. Das klingt nach mir. Oh, cool. Jetzt habe ich sowas ähnliches wie Mechaniker. Zumindest optisch. Ja, aber ich merke schon, das ist ein Charakter, den man wirklich gut beherrschen muss und dann kann man mit dem was reißen, aber so ist er eher durchschnittlich. Na doch, aber ich komme relativ gut zurecht mit ihm, würde ich behaupten. Wow. Die ist mir komplett ausgewichen. Aber auch sie aktiviert ihre Spezialpower. Okay, ich war irgendwie paralysiert. Ich könnte das ganze Ding schaukeln. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe gewonnen. War relativ knapp, muss ich sagen. Aber ich habe das Ding geschaukelt. Sehr schön. Also mit Ninjara bin ich wirklich gut zurechtgekommen. Okay, es sah nach einem 1 gegen 1 aus. Ja, gegen Master Mummy. Gesteuert von Q. Okay, einfallsreicher Name. Ich nehme wieder Chakram und Rausschmeißer diesmal. Ach so, ich habe noch gar nicht zu den Zeiten gesagt, wann das Ganze stattfindet. Wow, der haut mir direkt schon mal richtig eine rein. Nämlich ist das Ganze Samstag und Sonntag, dieses Wochenende, jeweils 2 Uhr nachts, 14 Uhr und 20 Uhr. Nächstes Wochenende, am Samstag und Sonntag, ist es nochmal. Auch da wieder jeweils 2 Uhr nachts, 14 Uhr und 20 Uhr. Finde ich ganz gute Zeiten. Finde sie persönlich besser als bei Splatoon.
Und auch, dass es an zwei verschiedenen Wochenenden stattfindet, wenn man an einem irgendwie weg ist oder so. Finde ich auf jeden Fall besser. Ich brauche jetzt dringend meine Spezialpower, weil sonst bin ich ja aufgeschmissen. Fast hat mich ihn. Komm schon. Verdammt, das wird knapp. Aber ich hab's geschafft. Aber wirklich knapp. Seht, ich habe nur noch 1 mm Lebensbalken gehabt. Sehr schön. War aber ein guter Kampf, muss ich sagen. Okay, wieder ein 1 gegen 1 gegen Min Min. Ja, ich belasse es bei den Arms. Und wir die schöne japanische Arena haben wir. Mal sehen, ob sie mir Glück bringen wird. Verdammt, ich treffe sie gar nicht jetzt, aber... Ich bewege mich zu wenig, das war mein Fehler bisher. Das will ich jetzt besser machen. So, meine Spezialpower aktivieren. Da kann ich hier ordentlich eins reinwürgen und ist tot. Okay. Aber das ging schnell. Aber ich habe den Eindruck, mit Ninjara bin ich wirklich eigentlich ganz gut, muss ich mal so sagen. Muss ich mich mal selber loben. Aber ich finde, mit Ninjara komme ich gut zurecht. Ich muss mal kurz gucken, haben wir eigentlich jetzt alle Kämpfer durch? Nee, Springman hatten wir noch gar nicht, aber sonst... Sie hatten wir schon. Habe ich schon gehabt. Hatte ich schon. Okay. Dann fehlt uns nur noch Springman. Ah, ja, den nehme ich in der nächsten Runde. Ich trenne mich nur sehr ungern von Ninjara. Oder Ninjara. Deswegen, einen Kampf kämpfen wir noch mit ihm. Und dann nehmen wir mal Ribbon Girl. Heißt nicht Ribbon Girl, Ribbon Boy. Wie heißt der? Springman, genau. Ribbon Girl ist dieses Mädchen. So. So, wieder ein 2 gegen 2 Kampf. Mal sehen, wie ich mich da schlagen werde mit Ninjara. Und ich würde sagen, diese Kombination hat mir wirklich gut gefallen im letzten Kampf, von daher lasse ich das mal. So halber Dab eben. Auf geht's. Verdammt, sie hat mich auf den Boden geworfen. Ja, mit meiner Spezialattacke eben konnte ich jetzt nicht so viel reißen. Oh, oh. Das war ungünstig, ich war paralysiert. Oh je. Eine Gegnerin hat ihren Spezialmove vollführt. Noch ein Gegner. KO. Okay, cool. Wir haben gewonnen. Sehr cool. So, jetzt nehme ich zum guten Schluss nochmal Springman. Dass wir jeden Kämpfer einmal gehabt haben. Wir haben jetzt zwar, glaube ich, nicht jeden Arm gehabt, oder? Ja, aber fast jeden, würde ich sagen. Ich glaube, nicht jeden, aber ich denke, das passt dann so. Es wird natürlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier an diesem Event teilgenommen habe. Also von daher alles gut. Ich denke, am Ende von der ganzen Sache hier werden wir auf jeden Fall jeden Arm einmal gehabt haben. So, und es ist ein Dreier-Battle. Toaster, okay.
Boomerang und Trident. Dann nehme ich mal das. Ach schade, mit dem kann ich nicht dabben. So. Aber der überrascht mich. Der haut schon eigentlich ganz gut rein, würde ich mal behaupten. Doch, der, ja. Nicht übel. Ah, der nervt mich da hinten. Hier, der Prosperous. Den ärgere ich mal ein bisschen mit meinem Special Move. Jetzt reicht's. Die gehen irgendwie alle auf mich, die teamen voll. Fühlt, ja. Teaming hier. Haben die sich überhaupt schon einmal gegen... Ja doch, jetzt, ja. Lass ich die beiden einfach mal ein bisschen machen. Nee, irgendwie doch nicht. Sah so aus. Dann besiege ich wenigstens den, wenn ich schon Prosperous nicht besiegen kann. Und der ist zu weit weg. Der ist fast K.O. Komm. Dann hole ich mir wenigstens den. Aber gegen Prosperous habe ich keine Chance mehr. Ja. Ja. Gleich bin ich K.O. Ja. Also der ist wirklich... nicht zu verachten. War aber trotzdem ein guter Kampf, muss ich sagen. Okay, das sah eben ein bisschen merkwürdig aus. Sah irgendwie wie ein 3 gegen 2 Kampf aus, aber sah nur so aus. Ich bin mit Min Min im Team. Ich nehme mal den Boomerang und den Toaster. Ach, der Toaster. Ist einfach der beste Arm im ganzen Spiel. Na, da kann ich leider nicht so gut dabben. Ach, es ist wieder ein Volleyball-Match. Hoffentlich glänzen wir da mehr zu zweit hier, als im letzten Kampf. Verdammt. Das geht schon mal schlecht los. Ha, 1:1. Aber ich denke, der... rechter Arm, den ich habe, ist ganz gut dafür geeignet. Da kann ich so Boomerang eben noch abschießen. Das ist ganz gut, denke ich. Verdammt, das war knapp. Er lag schon auf dem Boden, ist aber nicht hochgegangen. 3:1. Hier 2. Oh. Ja. Boah, sie hat uns gerettet. Meine Mitstreiterin. Perfekt. 5:2. Gewonnen. Nice. Das war ein wirklich gutes Teamwork, würde ich mal behaupten. Okay, 1:2 gegen 2 und ich bin im Team mit Prosperous. Okay, dann nehme ich nochmal den Boomerang, weil der hat mir gut gefallen. So, da bin ich mal gespannt, was das wird. Ich bin am größten Widersacher sozusagen in einem Team. Aber zum Abschluss, weil ich glaube, langsam ist auch die Zeit vorbei. Ja, bald. Ja, ich denke noch so 4 Minuten haben wir. Also ein Kampf ist auf jeden Fall noch drin. Wenn nicht sogar 2. Dann würde ich sagen, dass ich gleich nochmal zum Abschluss Ninjara nehme. Weil das ist eigentlich so der Charakter, mit dem ich sage, dass ich mit dem am besten zurechtgekommen bin. Mit dem würde ich wirklich sagen, kämpfe ich standardmäßig. Mit dem bin ich wirklich gut ausgekommen. Also ich treffe nichts mehr. K.O. Ach so. Okay, gut, habe ich jetzt gar nicht gemerkt, dass die schon so angeschlagen waren. Gut, wir haben gewonnen. Sehr nice. So, und wie gesagt, ich nehme zum Abschluss Ninjara. Schön, das dann nach einem 1 gegen 1 aus. Da freue ich mich auf jeden Fall. Zum Abschluss nochmal einen Kampf gegen Ninjara.
Und dann nehme ich Chakram und den Rausschmeißer wieder. Oh je, da habe ich wirklich einen würdigen Gegner, würde ich mal behaupten. So. Der prügelt mir ordentlich einen rein mit diesen komischen Dingern. Ich muss ein bisschen mehr zu ihm in die Ecke drängen, ein bisschen. Aber der haut mich gut weg. Oh je, er hat eine Special Power. Ausweichen, ausweichen. Perfekt. Okay. Er hat mich, glaube ich, während seiner Power kein einziges Mal getroffen. Gefühlt zumindest. Ja, aber auch ich war zu weit weg, glaube ich. Es sieht aber ganz gut aus. Eyo, perfekt, KO. Nice, ich habe gesiegt. So, mal sehen, ob die Zeit noch für einen zweiten Kampf reicht. Ich glaube aber schon, es sieht ganz so aus. Soll ich zum Abschluss nochmal Springman nehmen oder soll ich es bei Ninjara belassen? Ja, ich lasse bei Ninjara. Ah, Wartungsarbeiten am Server beginnen jetzt. Okay. Es war auch schön, dass wir da so eine Meldung bekommen. Falls es immer Wartungsarbeiten gibt. Sehr cool. Gefällt mir. Ja, ich weiß nicht, aber es funktioniert noch, das Spiel. Also, glaube ich. Ja. Wird schon stimmen. Sehr gut. 2:0 für mich. 3:0. Scheiße, oh, der war nahe dem Boden, aber kein Problem. Ja, ich glaube, der weiß irgendwie nicht wirklich, dass man den Ball, dass man erst verloren hat sozusagen, wenn der Ball richtig auf dem Boden liegt. Und dass es nicht reicht, dass der Ball auf seiner Seite ist oder auf der Seite des Gegners. Naja, auf jeden Fall, ich habe gewonnen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, es sieht gut aus. Weil die Zeit ist um. Es kam mir auch irgendwie schon eine Meldung, dass die Server gewartet werden. Nö, hat alles geklappt. Der Kampf beginnt, ein Dreier-Match. Wie gewohnt mit Chakram und Rausschmeißer. Aber gegen Ribbon Girl. Ich würde sagen, ich lasse sie mal ein bisschen sich gegenseitig verprügeln. Ich gehe zuerst auf Ribbon Girl. Und sie hat mich aber auch entdeckt. Ah, cool, diese Bombe. Sehr nice. Verbindung unterbrochen, okay. Lag das an ihm oder? Ja, das lag an ihm. Heißt, wir sind nur noch zu zweit. Oh, verdammt. Meine
Special Power muss es richten, aber sie ist ausgewichen. Das ist alles andere als gut. Boah, und sie hat einfach noch fast volle Leben. Oh Gott, das schaffe ich nicht mehr. Schon gar nicht alleine. Ja, ich bin tot. WTF, wie ist die denn bitte drauf? Okay, aber für die der Sieg, muss ich sagen. Okay, es geht in den nächsten Kampf. 2 gegen 2. Ich bin zusammen mit Mechanica. Ui, aber auch da ist wieder ein Ribbon Girl mit dabei. Gar nicht nett. Es wäre ganz gut, wenn sich mein Mitstreiter ein bisschen auf Min-Min, ist es doch, oder? Ja, müsste Min-Min sein. Min-Min konzentriert und ich dafür ein bisschen mehr auf Ribbon Girl gehe. Das wäre natürlich der Idealfall, aber ich habe schon gut eingesteckt. K.O.? Okay, ich bin K.O. gegangen. Ja, die haben Turm hoch gewonnen. Haben aber auch wirklich gut gekämpft. Muss man einfach sagen. Die waren ziemlich, ziemlich stark. Ja, es geht hier munter weiter, obwohl die Server eigentlich schon zu sein sollten. Aber ich meine, gut, mit einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also spielen wir munter weiter. Ein Dreier alle gegen alle. Wieder in gewohnte Konfiguration. Oh je, gegen zwei Mechanikas. Oh, das wird lustig. Oh, Spezialpower, Spezialpower-Alarm. Weg, 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 weg. Ja, und die gehen natürlich alle auf mich, ne? Okay, Verbindung wohl unterbrochen. Ja, okay. Das ist, denke ich, das Zeichen, dass sich das Zeitfenster geschlossen hat. Probier nochmal reinzukommen. Ja, ist derzeit nicht verfügbar. Das heißt, es ist vorbei. Das war's fürs Erste. Ja, dann wird es Zeit für ein kleines Fazit. Mich hat abends wirklich jetzt doch überzeugt. Die ganzen Trailer und so haben mich wirklich nicht so mitreißen können. Und ich hatte eigentlich eher nicht geplant, ein Spiel zu kaufen. Aber jetzt werde ich es auf jeden Fall kaufen. Es ist ultra geil, es macht ultra viel Spaß. Dass man sich da seinen Kämpfer raussuchen kann, dann mit den Arms das Ganze ein bisschen personalisieren kann. Und da verschiedene Kombinationen erstellen kann und dass sie alle unterschiedliche Kräfte haben. Es ist wirklich extrem geil. Es hat mir super, 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 super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel einigermaßen gut vermitteln. Also es ist wirklich extrem geil. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen und werde auch auf jeden Fall am Global Test Punch noch teilnehmen. Und ja, soweit so gut. Ich bedanke mich sehr, dass ihr es euch angeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!